Hey Leute, willkommen zurück bei Let's Play Terraria. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich habe in den Kommentaren gesehen, die meisten Leute wünschen sich doch das neue Outfit. Na gut, euer Wunsch ist mir Befehl. Heute ist schließlich Terraria-Tag. Da kann man sich auch mal ein bisschen hübscher machen. Und unser Zeug hier ist wieder leer. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt würde ich gerne noch Folgendes mitnehmen. Meine Spelunker-Potions. Ach komm, nehmen wir einfach alle mit direkt. Und dann gehen wir erstmal wieder zu unserer alten Bude. Naja, Bude kann man ja nicht wirklich sagen. Da haben wir nie so richtig gelebt. Das sieht irgendwie immer so lustig aus, wenn man so eine Robe anhat. Weil man die Füße fast gar nicht mehr sieht. Das sieht einfach irgendwie so aus, als ob der irgendwie einfach nur so schweben würde. Vor allem, wenn er dann hier noch so einfach so Raketen aus dem Arsch kriegt. Na gut, ja, es ist jetzt gerade Samstagabend. Der Terraria-Tag wird also praktisch hier kurz vor der Ausstrahlung extra noch aufgenommen. Hochaktuell also alles Mögliche hier in den Parts. Zum Beispiel habe ich gerade mit zwei Leuten gequatscht in Skype, mit denen ich gemeinsam ein neues Event für Team Fortress plane. Also, ihr könnt euch schon mal in eurem Kalender notieren. Ihr seid praktisch die Ersten, die es erfahren hier. Meine treuesten Terraria-Zuschauer. Am 1. höchstwahrscheinlich, also Stand heute. Die Planung ist, wie gesagt, jetzt noch nicht final. Wir haben uns nur mal kurz zusammengesetzt, ein bisschen was geplant. Es wird wahrscheinlich am 1.11. gegen 18 Uhr das Event stattfinden. Wie gesagt, genaue Daten bekommt ihr noch in einem Infovideo natürlich von mir. Und es wird diesmal sogar einiges zu gewinnen geben. Nicht an Ingame-Items, nein, wir haben uns nicht lumpen lassen. Denn wir haben einige Spiele für euch zusammengesammelt, die wir dann verlosen möchten. Und da dürft ihr, denke ich mal, euch auf jeden Fall freuen. Aber genug von Team Fortress gequatscht. Wie gesagt, Infos dazu werden noch folgen. Und ihr werdet das dann alles noch früh genug erfahren. Freut euch also drauf. Und dann kommen wir jetzt erstmal wieder hier zurück zu Terraria, würde ich sagen. Wir haben den halben Weg jetzt eh hinter uns gebracht. Obwohl, nee, noch nicht ganz. Jetzt müssen wir hier noch an unserer guten alten LSD-Welt vorbei. Es hat mich sogar wirklich so gefreut. Mir hat einer in den Kommentaren heute oder gestern, ich bin mir gerade nicht mehr... Ne, heute, also für euch nicht heute. Für mich heute, wenn... Ey, warte mal, der hat gerade irgendwas gedroppt. Irgendeinen Cloak. Brisk war... Ach, Clock. Immunity to Slow. Und, Moment, ich habe da noch was anderes gesehen. Und ein Megafon. Immunity to Silence. Okay, also scheinbar scheint es wirklich gegen jeden Debuff das passende Item zu geben. Das ist ja cool. Na, haben wir wohl wieder Schwein gehabt, wa? Naja. Was wollte ich denn gerade erzählen? Ach ja, jemand hatte mir in den Kommentaren geschrieben, dass er wirklich dachte, und das fand ich so cool, dass er es wirklich geglaubt hat, dass dieses Gebiet hier LSD-Welt heißt. Der wusste erst nicht, dass es das Hallowed-Gebiet ist. Der hat dadurch, dass er das Let's Play halt verfolgt hat, wirklich gedacht, dass das Gebiet die LSD-Welt ist. Und das fand ich so cool einfach. Das ist echt irgendwie, das fand ich echt lustig. Also, echt geil. Das hat mich irgendwie echt, ach, da ist ja noch einer, ich bin auch blind. Hat mich irgendwie gefreut, dass der das gedacht hat. Also scheinbar sage ich das mit solcher Überzeugung, dass es die LSD-Welt ist, dass andere Leute mir das abnehmen. Fasse ich jetzt einfach mal so auf, dass ich hier einen guten Job abliefere. Dass ich ein Let's Player bin, der glaubwürdig ist. Und ich hoffe natürlich, dass ich jetzt nicht meine Glaubwürdigkeit bei diesem Zuschauer verspielt habe, weil er gemerkt hat, dass ich ein elender Lügner bin und das überhaupt nicht die LSD-Welt ist. Nein. ReLogit hat einfach nur Drogen genommen, als er diese Welt erstellt hat. Und ja, wer das jetzt auch glaubt, der ist selber schuld. Nachher kriege ich hier noch eine Unterlassungsklage von ReLogic, weil ich ihn hier irgendwie als Drogenkonsument darstelle. So, da hinten würde ich gerne hin. Jetzt ist nur die Frage, wie ich mich da rüberhangeln soll. Ach, das ist eh nur Eisen. Für Eisen
mache ich hier nicht die Beine breit. Nee, nee, nee. Obwohl ich hier noch mal ein bisschen durchgraben muss, sorry. Denn ich habe da drüben noch etwas Hübsches entdeckt. So, die blöde Kackwurst da. Wollen wir auch noch mal killen. Und das ist Titan. Der Titan. Sehr schön. Oliver Kahn am Start. Oh, den Spruch werde ich immer wieder machen. Tut mir leid, wenn er langweilig ist, aber ich bin einfach ein Oli Kahn-Fanboy. So, wir hauen uns ins Spelunker rein. Und ich glaube, das wird schon wieder mega schwer für mich, mit dem Spelunker abzuschätzen, welches Ohr jetzt was ist. Ich sehe schon wieder mal gar nicht, was das da oben jetzt zum Beispiel darstellen soll. Keine Ahnung, ob das an mir liegt oder ob ich einfach zu blöde bin für diese Spelunker-Dinger. Kann natürlich auch sein, dass ich einfach nur... Emeralds. Oh, die sind jetzt nicht so wichtig. Die sind jetzt nicht so wichtig, dass ich hier dafür meine Spelunker-Potions aufopfern würde. So, ey, hoch mit dir. Oh, da drüben ist aber eine riesige Ader an. Was ist das? Titan oder was? Da unten ist auf jeden Fall Palladium, glaube ich. Da können wir uns einfach mal runtergraben. Und das ist wieder nur Eisen. So, dann nehme ich halt das Palladium mit. Warum nicht? Davon kann man auch nie genug haben. Können wir uns bestimmt auch noch schöne Items draus herstellen. So. Ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich noch eine neue Welt erstellen soll. Moment, ich mache mal ein bisschen Licht für euch. Ob ich noch eine neue Welt erstellen soll, damit wir noch eine weitere Lucky Horseshoe finden können. Muss ich mal gucken, ob ich das mache. Nein, ich bin verwehrt. Könnt ihr nicht was droppen gegen Verwehrtheit? Ah, haben wir schon, oder? Haben wir nicht so ein Teil schon gegen Verwehrtheit? Glaube schon. Aber gegen meine Verwehrtheit, die ich hier so an den Tag lege, da gibt es leider kein Heilmittel gegen. Ich weiß, dass es nur Zinn ist, aber ich möchte hier rein. Denn das da unten ist nicht nur Zinn, meine lieben Leute. Nein, das hier unten ist Orichalkum-Erz. Und Orichalkum-Erz nehmen wir natürlich liebend gerne mit. Da drüben, hinten rechts, ist übrigens noch mehr Orichalkum-Erz, wenn meine Augen das richtig identifizieren. Nein, jetzt ist die Lava da echt hochgekommen, ey. Ah, das gibt es doch nicht. So, guck mal hier, so kann man es aber weiter abbauen. Und hoffe ich mal, kriege ich das so. Wow, Vorsicht, Fledermaus! Fledermaus am Start. So. Und zack, die auch tot. Okay, rüber mit uns. Ich mache euch mal wieder Licht. Und dann nehmen wir hier drüben diese wunderbare Orichalkum-Ader auch nochmal mit. Das da hinten sieht mir jetzt nicht so aus, als ob ich das mitnehmen müsste. So, ich hangel mich mal hier nochmal rüber. Obwohl, was ist das da oben? Ah, Mann, ey. Ich bin nicht so der geborene Typ dafür. Es war nur ein Topaz. Okay, Topaz ist jetzt nicht so wichtig. Ja, komm, hau das Viech kaputt. Oh, da drüben ist Tim. Moin, Tim. Schön, dich mal zu sehen. Den hatten wir noch nicht getroffen. Und wir haben einen weiteren Zaubererhut. Aber ich glaube, der Zaubererhut, den wir jetzt anhaben, der dürfte seltener sein. Hier haben wir den Hut von Tim. Ach, aber der macht Magic Damage höher. Okay, stimmt. Da war ja was. Also Tims Hut hat doch eine Daseinsberechtigung. Das andere, was wir jetzt gerade anhaben, ist nur ein Vanity-Item. So, und ihr dürft alle sterben. Und ich sehe, dass mein Trank leer ist. Das ist natürlich schade. Dann lasst uns schnell das Palladium da unten einsammeln. Hä, nee, hä? Der ist doch noch nicht vorbei. Aber eben gerade hat er doch nicht mehr geleuchtet, oder bin ich jetzt doof? So, da drüben ist eine Truhe. Ist auch wirklich eine Truhe. Denn sonst wäre ja hier... Oh, Gold. Flare Gun machen wir einfach mal. Nee, Loot All nicht. Die hier brauchen wir nicht zum Beispiel. Jester's Arrows. Aber nochmal zwei neue Spelunker. Und die Dornentränke nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Dann natürlich das Dynamit und die Flare Gun. Okay, die Flares an sich können weg. So... Was haben wir jetzt hier oben Schönes? Es ist Platinum. Ja, soll ich Platin mitnehmen oder nicht? Ich würde sagen, ja, wir haben eigentlich schon genug. Ich würde es aber gerne verticken. Denn Geld
kann man nie genug haben. Obwohl, doch, mir hat jemand in den Kommentaren geschrieben, man kann sehr wohl genügend Geld haben. Ab einer gewissen Geldmenge, da gibt es Studien drüber, wird man sogar unglücklicher als vorher. Ja, ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht, weil dann viele Leute nur noch mit einem befreundet sein wollen, weil sie auf das Geld geil sind oder keine Ahnung, was da die anhaltende... Wow, die anhaltende... Hatte ich hier gerade einen Dorn? Nee, der Dorntrank war in dem Dingens drin, wa? Ja. Was dann die, die Glücklichkeit raubt. Da drüben, das sieht mir aber nach Titan aus, oder? Habe ich da endlich mal wieder einen richtigen Blick für? Ich hoffe mal. Ja, doch, ich glaube, das sieht mir nach Titan aus. Ich mache euch hier auf jeden Fall mal ein bisschen Licht hin. Moment, obwohl ich mache es lieber hier hin. Dann könnt ihr nämlich noch was sehen. Und hier ist wieder so ein Spinnengebiet. Oh, Mann. Die hat aber jetzt mehr Energie als vorher. Das heißt, hier gibt es scheinbar auch noch Hardcore-Spinnen, oder? Sehe ich das richtig? Wow. Ja, ich glaube, das ist eine andere. So eine hatten wir vorher noch nicht entdeckt. So, die ist aber trotzdem down. Menacing Trifold Map. Ach, das ist wieder diese Trifold Map oder wie das Ding heißt, die hatten wir auch schon. Boah, ey, wie viele von diesen Drecks-Spinnennetzen gibt es denn hier? Moment, ich mache euch hier Licht hin. Die Lava reicht nicht. Und, ah, okay, es ist Orichalkum. Alles klar, aber auch Orichalkum können wir gebrauchen, oder? Irgendjemand hier, der sagt, scheiß auf Orichalkum. Nein? Okay, hätte mich auch gewundert. Ich muss mal schauen, ob ich hier mit Orichalkum eigentlich mehr... Oder ob ich gleich auf die andere Rüstung gehe. Ob ich gleich auf die Titanrüstung gehe. Ich bin mir noch ein bisschen unsicher. So, da unten sterben gerade die ganzen Dinger ab. Die ganzen, boah, guckt euch mal diese Zinnader an. Wurm incoming, aber sofort gekillt. So, die riesige Zinnader hier. Da oben haben wir noch mehr Orichalkum. Und was ist das da rechts? Das sieht mir wieder nach irgendwelchen Diamanten aus. Gehe ich da recht in der Annahme? Ja, es sind nur Topasse. Scheiße. Egal, Topasse, komm, nimm mit. Einfach mal mitnehmen, die werden verkauft. Alles verkaufen, was wir nicht gebrauchen können. So, ich weiß noch gar nicht so recht, was ich mit dem Geld machen will, aber zum Beispiel Sachen reforgen oder sowas. Ach, siehst du, diesmal ist es Titanium. Diesmal denke ich, oh, Orichalkum. Und nein, es ist Titan. Titan! Sehr gut. Immer her damit. Aber jetzt sehe ich schon wieder nicht, was das da oben ist. Ist das da oben? Oh, ich sehe es schon kommen in den ganzen Kommentaren nach. Grant! Du hast das ganze Titan übersehen. Du bist dumm. Du bist hässlich. Du bist keine Ahnung was. Beliebiges Schimpfwort hier einsetzen. Du bist Grants. Aber es hat sich, glaube ich, noch nicht als Schimpfwort durchgesetzt. Höchstens als Wort für Leute, die blind sind. So, ich mache hier Licht hin. Sonst wird gleich wieder in den Kommentaren geschrieben, Grants, du bist scheiße. Nein, Quatsch. Ah, ich höre jetzt auch auf zu jammern. Ich hab's schon nicht leicht, so nach dem Motto, weißt du. Gar keinen richtigen Grund zu jammern, aber trotzdem einfach mal jammern, weil man's kann. So, und das ist sogar nur Platinum. Seht ihr wohl, habe ich jetzt total umsonst mich hier rüber gegraben wahrscheinlich. Denn hier oben gibt es auch nur Eisen. Da scheißt der Hund aber wirklich drauf. Eisen. Weg damit. Genau wie das Zinn. Ich habe, glaube ich, eben noch eine Menge Zinn eingesammelt. Das ist auch wieder nur Eisen. Das ist auch wieder nur Eisen. So, was haben wir hier jetzt aber Schönes? Es ist Silber. Ja, okay. Wow. Ich glaube, Silber könnten wir verticken. So. Und zack, alles klar. Dankeschön für diese wunderschönen Silberbarren. Und hier oben haben wir jetzt wieder Eisen. Das ist natürlich scheißegal. So, jetzt bin ich wieder so unprofessionell und habe mein Skype scheinbar nicht abgeschaltet, nachdem ich eben mit den beiden Jungs gequatscht habe. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Ich werde es in der nächsten Aufnahmepause sofort ausschalten. Da oben ist nochmal Tim. Tim ist doch ein seltener Gegner. Jetzt finden wir den hier gleich zweimal. Ja, das Eisen kann weg. Dann nehmen wir den Zaubererhut halt nochmal mit. Den kann man ja nicht stacken, leider. Mann, Mann, Mann. Boah, guck mal, das da drüben ist aber eine dicke Ader, wa? Da gehen wir auch gleich hin. Palladium können wir schließlich gebrauchen. So, Orichalkum. Ach ja, ich wollte nochmal schauen. Kann man das eigentlich auch mit den Bomben kaputt machen? Oh, jetzt kommen die wieder zurückgerollt.
Oh, scheiße. Ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, dass das nicht geht. Oh, fuck. Das ist doch kacke. Ich hatte gehofft, dass die mir jetzt so ein bisschen die Arbeiten hier erleichtern, indem ich die ganzen Sachen hier abbauen kann dadurch. Aber denkste Püppchen. Diese Orichalkum-Erzader, die finde ich aber echt cool. Die ist schön groß. Die ist schön groß. Da können wir bestimmt uns nachher eine Spitzhacke oder sowas draus machen. Oder? Na, mal gucken. Irgendwas wird uns schon einfallen. Irgendeine Verwendung werden wir für das Orichalkum schon haben, ey. Nicht, dass ich das jetzt alles ansammle und nachher dann irgendwie so stehe und denke, eigentlich brauche ich das ja gar nicht. Nun, gute Leute, dann machen wir hier an der Stelle mal eben einen Cut. Ich werde mein Skype ausmachen. Ihr werdet in der Zwischenzeit mal eben schnell den Daumen nach oben kloppen. Ich sag Dankeschön und sage bis später. Terraria-Tag!